Freunde, hallo und willkommen zu einer neuen Folge im Family Park. Weiter geht es mit dem Wikingerviertel. Also, ich habe jetzt hier die Straßen, also die Straßenkanten überall wieder hinzugefügt, dass die auch wieder da sind, wie überall im Park. Hier vorne kommen kurioserweise überhaupt keine Leute rein. Ich verstehe gar nicht, warum eigentlich. Prestige ist gut, Preis ist noch bei 8 Dollar. Wir können ihn mal auf, ja, gehen wir mal auf 6 runter. Ich weiß gar nicht, warum. Habe ich den geändert? Nee, den habe ich, glaube ich, gar nicht geändert. Also eigentlich 6 Dollar, hallo Leute. Das ist ja wirklich billig Open End. Gehen die denn da nicht rein? Also, dass sie nicht genug Geld haben, kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich habe hier irgendwo einen Geldautomat drum stehen. Ich glaube, das war hier drin. Ja, ich glaube, hier drin ist ein Geldautomat. Von daher, Geld dürften sie noch bekommen überall. Das Ding wird natürlich hier richtig voll inzwischen. Das ist schon der Wahnsinn. Hier hinten habe ich noch ein paar weitere Gebäude hinzugefügt, sodass die Leute hier auch wieder mehr einkaufen können. Hier, das Ding zum Beispiel. Da sind hier auf dieser Seite einmal diese Krankenstation und hier ist eine Information drin gewesen. Die hatte ich ja vorhin da hinten bauen wollen und habe gesehen, hey, das brauchst du gar nicht. Und hier vorne waren Toiletten drin, die habe ich rausgenommen. Jetzt wird dort irgendwelchen Merch verkauft. Keine Ahnung was, aber egal. Hauptsache irgendwas. Aber wie man sieht, hier sind noch keine Gäste, die irgendwas kaufen können. Selbst wenn sie es denn wollten, kommen sie hier nicht hin, weil es hier halt nichts zu entdecken gibt, großartig. Bis auf die Optik hier und das kleine Waldstück da. Deswegen werden wir hier jetzt noch ein weiteres Fahrgastgeschäft beziehungsweise eine große Achterbahn hinsetzen. Ich hoffe, dass sie dann auch ein bisschen hier in diese Straße mit reingehen. Später kommt da hinten nochmal was hin. Aber hier vorne werde ich den Platz erstmal nutzen, um eine Achterbahn hinzusetzen. Also, dann wollen wir mal schauen. Muss ich auf meine Baupläne, glaube ich, gehen. Bevor ich woanders hingehe. Ich habe mir da schon eine ausgesucht. Ich hoffe, ich finde die wieder. Ich glaube, das war das hier. Ja, genau. Spaß 6,46. Also aufgerundet 6,5. Nervenkitzel ist aufgerundet 4, ja, gut, aufgerundet 4,6. Und die Übelkeit ist 1,8. Okay. Dann würde ich sagen, werde ich das einfach mal anklicken. Sofern es da irgendwann mal kommt. Was dauert denn da so lang eigentlich? Hallo. Hier kommt gar nichts. Das hat vorhin schon so lange gedauert, als ich das eben schon mal mir angesehen habe, ganz kurz. Um Gottes Willen, war das eben schon mal so groß? Okay, muss ja. Das ist schon ziemlich heavy. Also, ich werde das einfach mal so mit hinsetzen. Ich glaube, das ist hier der Eingang auf diesem kleinen Häuschen, was ich direkt hier vor mir habe. Bin ich irgendwie zu tief oder was? Moment, ich könnte mal ein bisschen höher gehen. Na, nee. Ach, das könnte hier ran liegen oder was? Moment, das mache ich mal eben weg hier, das Ding. Oh nein, muss ich das wieder alles wegmachen? So, weg damit. Was suchen denn hier diese blöden Bäume, ey? Ich habe die da nicht hingesetzt. Also, Baupläne. Machen wir es halt nochmal und. Wo war das Ding jetzt? Da. Das Teil. 20.000 Dollar wollen die dafür haben. Hinten sagt nicht, jetzt muss ich wieder so lange warten. Das kann nicht wahr sein. Komm schon, Spiel. Na also. Ist immer noch rot. Okay. Dann lag es offenbar nicht daran. Na. So. Also, ich will jetzt mal. So, ich will jetzt mal hier kurz mal wieder hinsetzen und mich fragen, warum das immer noch rot ist. Also, es hat ja offenbar keinen Einfluss darauf, ob ich das Ding hochsetze oder nicht. So, ich habe das Ding wirklich jetzt komplett weit oben gesetzt, aber immer noch nicht. Ah, Moment, ist das Ding vielleicht im Weg? Das könnte natürlich sein. Schauen wir mal. Nö, jetzt ist es nicht mehr im Weg, aber hier ist immer noch nichts. Ah, ich sehe schon. Moment, hier. Da endet wieder mal mein Reich. Okay, dann kann ich das da nicht mehr hinsetzen. Dann muss ich tatsächlich auf dieser Seite hier hinten weitermachen. Gut, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann geschieht hier hinten endlich was. Moment, dann kann ich das hier mal kurz mit wegmachen. So, das heißt, ich werde das Ding hier hinsetzen. Oh, so langsam füllt sich aber der Bereich hier, meine Güte.
So, und wieder warten. Vielleicht kommt da doch noch mal was. Na komm schon. Zeig dich. Na? Da wollte er sich doch noch mal zeigen. Also, dann müsste ich das mal wieder mal ein wenig drehen. Oh Mann, da hinten bin ich schon im Weg wieder mit drin, oder was? Das ist ja auch mal crazy. Na, da noch nicht. Fast. So, das wäre parallel. So, jetzt gehen wir mal auf X wieder und mal schauen, warum das so ist. Da nicht. Bin ich hier schon wieder draußen oder was? Ja, ich bin immer noch draußen. Das kann nicht wahr sein. Mann, wie lang ist denn das Ding? Das ist ja Wahnsinn. Oh Mann, jetzt muss ich hier meine Straße wegmachen. Toll. Also nochmal wieder weg damit. So, Weg löschen. Kann ich hier auch einen Weg löschen über 5 Meter Länge? Nee. Das geht nicht. Schade. Dann halt jeden einzeln. Oder jeden zweiten. So. Dann da, 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 da und da. Toll. Er nimmt nicht jeden. Na komm schon. Ich klicke hier dreimal drauf und nichts passiert. Okay, also. Das Ding kann im Grunde hier auch so weit weg. Komme ich nachher eh nicht mehr ran. So, das machen wir weg. Und das Ding auch noch. So, dann kommt das Ding ja weg. Und hier habe ich ja noch ein paar. Moment, bis ich bis nicht daran. So. Das geht nicht so. Muss ich hier einzeln anklicken. So, jetzt machen wir es so weg. Mit der Entferntaste. Okay. Und dann probieren wir es ein letztes Mal hoffentlich aus. Also. Der soll da irgendwo hin. Na komm schon. Na, endlich. So, da ist das Teil jetzt endlich. Dann drehe ich das nochmal wieder. Also, offenbar habe ich hier arge Probleme. Ich bin doch da schon wieder draußen, oder was? Nirgendwo geht's. Kann doch echt nicht wahr sein. Also, einmal mein X nochmal bestätigen. Schauen wir uns nochmal von der Seite hier an. Also hier bin ich jetzt definitiv drin. Das ist kein Problem. So, möglicherweise bin ich hier noch auf meinem Weg mit drauf. Keine Ahnung, ob das daran liegt. Ich bin mal etwas höher. Da, was? Da ging's. Krass. Ja, toll, ich bin da. Was? Ich bin da meilenweit draußen. Das kann nicht sein. Oh Mann. Da geht's immer noch. Ja, hier schon nicht mehr. Hä? Wieso das denn? Ich bin jetzt draußen, aber kann auch nicht wahr sein. Hier bin ich noch drin, das geht noch. Aber der ist ja noch lange nicht unten. Moment, mit dem schon. Aber die Sachen nicht. Die Bäume schweben alle noch. Okay, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Wahrscheinlich ist hier diese Fläche nicht ganz plan. Also werde ich noch mal eben mal regeln. Also, ich müsste mal auf Fundamenthöhe glätten. Und dann auf der größten Fläche. So, dann wollen wir hier lang gehen. Aha. Wie man sieht, ist hier offenbar irgendwas höher. Also, muss ich dann doch ein wenig nachbessern. Scheint aber schon richtig heftig hoch zu sein hier. So. Jetzt ist gerade ein bisschen störend, dass es dunkel ist. Das würde im Helden wahrscheinlich besser gehen. Ich sehe hier kaum noch was. So, ist das groß genug oder? Muss ich ja noch eine größere Fläche schaffen? Ich hoffe nicht. Hier machen wir erstmal eine fette Kante mit rein. So, hier noch was.
Nee, doch hier ist noch ein bisschen was. Okay, das war's wohl. Also, probieren wir es halt nochmal aus. Auf meine Baupläne, dann das Ding wählen. Und wieder warten. Wenn ich in der Zeit wenigstens was anderes machen könnte, aber leider geht das ja nicht. Ja, da ist es ja schon. Schon. Ist gut. So, da ist es endlich. Okay, wenn ich das so hinsetzen möchte, Moment, einmal X, dann müsste ich das jetzt auf jeden Fall tiefer setzen. Jetzt geht's, scheint es zu gehen. Moment, etwas tiefer. Ah, war. Moment. Da war eben. Da ist der Fehler. Und nein. Da geht's nicht, okay. Also noch ein wenig höher. Na komm. Ganz bisschen nur. Toll. Das war wieder mal zu viel. Okay. Das ist die Höhe, die funktioniert. Und die Bäume, wie sehen die aus? Okay, der Baum ist unten. Das sieht ganz gut aus. Und die scheinen auch alle unten zu sein. Ja, es geht. Geil. Okay, dann werde ich das Ding mal direkt jetzt mal hier hinstellen. So, bringt ja nichts, hier ständig drum herum zu laufen und dann doch nichts zu machen. Also muss ich hier einen Weg hinführen. Okay, ich würde sagen, das werde ich mal machen und wir werden uns dann gleich wiedersehen. Die Wege stehen. Wie man sieht, habe ich jetzt auch hier diesen Wiki oder die Wiki-Figur hier hingesetzt. Die sieht richtig cool aus. Also man kann sie auf jeden Fall erkennen, was es ist. Stark gemacht. Mit dem starken Schwert hier. Sieht schon irgendwie geil aus. Was ist das hier? Ein Drache ist hier drauf. Und hier haben wir ein paar Weizenähren offenbar. Hier ist es eine, zwei Sicheln angezeigt. Hier oben haben wir eine, sag schnell, eine Krone. Und hier unten, das sieht aus wie ein paar Felder. Ja, macht dann auch bei den Weizenähren hier Sinn. Ganz cool gemacht. Ich finde, das sieht echt cool aus. Und hier haben wir hier so einen kleinen Camp, so ein kleines Camping gestellt. Beziehungsweise im Grunde ist er ja nicht mehr eine Feuerstelle mit ein paar, naja, mehr oder weniger Stühlen davor. Hockern, wie auch immer. Baumstämmen. So. Fehlen vielleicht noch die Personen, aber außer den Piraten habe ich ja nichts. Also ich habe ja gar keine Wikinger da. Ist ein bisschen schade. Aber gut, kann man nichts machen. Dann muss es halt erstmal so bleiben. Vielleicht mal sehen, ob ich noch irgendwas anderes dafür finde. Gut, ich werde sehen. So, ich würde sagen, wir werden noch mal direkt hier einsteigen in die schöne Achterbahn. Ich wollte mir sie nur ein wenig noch mal ansehen vorher. Ja, man sieht auch hier keine Person, die hier irgendwie rumläuft. Was ist hier? Ein Amboss mit einem Schwert. Ah, das Schwert in klein, was wir eben beim Wiki gesehen haben. Mit dem Amboss, ja, ganz witzig. Was haben wir hier noch drumherum? So ein halbes Boot. Naja, mehr oder weniger. Ist auch immer noch in der Bauphase. So, was haben wir hier? Ah, ein paar Skelette. Und was haben wir hier? Ja, im inneren Bereich des Dorfes. Ein paar Fische. Ganz niedlich gemacht. Sollen das Schweine hier vorne sein? Mal eben reinschauen. Ja, gut, man sieht es ja nicht komplett. Ja, könnte ungefähr passen. Die Geräusche stimmen jedenfalls. Und was ist das? Igitt. Bäh. Das sieht ja mal eklig aus. Okay. Sieht aus wie so ein Misthaufen. So, dann geht das hier rum. Schön viel Wald wieder. Gefällt mir richtig gut. Also hier werde ich dann auch noch wieder Wald hinsetzen, weil ich kann eh nichts reinsetzen. Großartig. Da passt nicht so richtig was hin. Also ich werde das hier dann komplett mit Wald zumachen. Dann ist das hier auch schön grün alles und passt dann auf jeden Fall zu dem Rest. Okay, ich würde sagen, dann steigen wir einfach mal ein. Nachdem schon alles gemacht ist, komme ich da von hier rein. Mal gucken. Gehe ich mal von hier ran, ob ich hier das anklicken kann. Zu sehen. Ja, das geht. Okay, das werden wir auf jeden Fall erstmal erhöhen auf $12. In Ordnung, und dann könnten wir es auch mal direkt starten. Den Test müssen wir sowieso machen. Gucken, geht da hier gar nichts. Und sobald die Dummies drin sind, könnte ich dann auch mal einsteigen.
Noch sehe ich keine. Steigen da keine Dummies ein, oder was? Doch, da sind sie drin. Okay, dann steigen wir auch mit ein und fahren die Strecke auch mal mit. Mal sehen, wie spannend die wird. Es geht schon zumindest mal sehr weit nach oben. Einige Kurven wird es wohl auch dann auch geben. Ich weiß gar nicht, war hier ein Looping dabei? Habe ich jetzt so genau mir das gar nicht angesehen oder nicht darauf geachtet. Ich habe mehr auf die Umgebung geachtet dabei. Wobei natürlich diese Achterbahn an sich ja für die Zuschauer, oder für die Zuschauer, Quatsch, für die Gäste zumindest am wichtigsten sind. Ich meine, deswegen gehen die ja rein. Mit den Fackeln ist ganz witzig an der Seite hier. So, dann wollen wir wieder runter. Ah, ein Looping scheint nicht zu geben, aber dafür jede Menge Rollen und Spiralen. Doch, da ist ein Looping. Klasse. Das ist eine gute Geschichte. Ich finde es so geil, dass man da oben dran hängt. Habe ich selbst noch nie erlebt. Aber es müsste ein Hammergefühl sein, wenn die Beine da hinschlackern. Und jetzt kommt eine Spirale, wie es aussieht, oder? Jetzt kommt die noch nicht. Nein, kommt noch nicht. Enttäuscht. Opa, das hat wehgetan. So ein Strauch ins Gesicht zu kriegen. Das ist nicht nur vom letzten Mal. Ah, jetzt haben wir eine Spirale. Mega cool. Wieder runter. Sogar noch nass bei. Oh Mann. Sehr cool. Schön gemacht. Die dauert aber hier richtig lange hier. Und da ist es wieder Ende. Okay. Sehr cool. Ich habe so einen kleinen Ruckler hier. Ja, ich hoffe, jetzt hört es wieder auf damit. Und sobald es steht, können wir dann auch aussteigen. Was steht hier nochmal drauf? Jorvik Run? Oder wie? Habe ich nicht genau lesen können. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal hier aus. Und lassen den Gästen den Vortritt. Was haben wir denn hier? 6,5, 4,6 hatte ich ja gehabt und 1,8 für Übelkeit. Okay, ich würde sagen, dann werden wir es mal eröffnen und einfach mal zusehen, ob da noch ein paar Leute dann reinkommen. Ob sie den Weg überhaupt dahin finden, denn der ist ja nun doch schon recht lang. Wenn man das hier so sieht, also die müssen schon einen anständigen Umweg machen, um dahin zu kommen. Okay, irgendwann, ja, ich werde ja sowieso irgendwann nochmal diese Bahn einsetzen, damit die auch überall hinfahren können. Macht vielleicht mehr Sinn. Man beachte auch mal bitte die Zuschauer, quasi die Gästezahl. Das ist der blanke Wahnsinn. 12.655 Gäste. Das ist echt schon eine Masse. Davon sind, ja, guck mal an, die Familien sind die meisten mit 5.383 Gästen oder, ja, Gästen als Familienmitglieder. Und Teenager sind bei 2.883 und die Erwachsenen sind mit 4.390 dabei. Also Wahnsinn, das ist schon eine richtig fette Zahl. Aber man sieht es ja auch und es wird sich ja immer weiter, weiterhin ist es schon bei 12.648, gleich haben wir die 50 erreicht. Also es ist überall eine riesen Menschentraube. Hier besonders Wahnsinn, was hier für Massen unterwegs sind. Dann wird es hier vermutlich, nee, es bleibt bei der dichten Menge hier. Hier sind sie auch überall drin. Wieso ist hier keiner mehr? Ist wahrscheinlich gerade kaputt oder was? Das nicht. Da ist auch keiner drin. Wollen die das nicht mehr haben oder was? Ach doch, da. Moment, das war nur ein Farbfehler oder so, denn hier stehen die doch dran rum. Müsste ich hier mal dicht dran gehen? Steht hier auch noch einer? Nö. Hier steht keiner. Warum nicht? Der Prestigewert ist bescheiden oder was? Ja. Die wollen wahrscheinlich den das Geld dafür nicht mehr zahlen. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal auf $8 runter. So, dann haben sie es ein bisschen billiger.
Hier scheinen sie noch überall reinzugehen. Ah, da gehen jetzt auch wieder welche rein. Okay. Das hier dürfte schon einen Klassikerwert haben. Das heißt, da brauche ich nichts ändern. Was für eine Masse, ey. Überall alles voll. Unglaublich. Hier gehen sie auch noch überall rein. Was haben wir hier? Da gehen sie auch überall rein. Also brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Hier habe ich wieder einen, wo sie nicht reingehen. Die Frage ist natürlich, warum. Ah, technische Probleme. Okay. Dann wird sich vermutlich gleich jemand drum kümmern. Hier ist alles voll. Da hinten ist auch alles voll. Und hier beim Tornado ist ebenfalls alles voll. Guck mal, jetzt stehen sie sogar schon hier. Hier sind doch nur Toiletten oder was? Oder ist hier auch ein Eingang für irgendwas? Ne, hier ist ein Ausgang, okay. Dann ist es ja in Ordnung. Dann solltet ihr da auch stehen. Hier ist wieder alles voll. Kaufen tun sie auch jede Menge. Überall Schlangen. Oh, hier nicht, okay. Das wollen sie offenbar nicht so gerne hin. Auch hier vorne kauft keiner mehr was, wie es aussieht. Das wundert mich ja schon ein bisschen. Ist das zu weit ab vom Schuss oder was? Ich meine, früher liefen die hier rum wie, als ob es keine Halten mehr geht. Jetzt laufen die nur hier vereinzelt rum. Okay, die meisten werden dort reingehen. Dann gehen hier noch ein paar hin. Ich müsste vielleicht auch noch mal was hier machen. Die scheinen nicht mehr großartig. Ah, Moment mal. Daran liegt das. Hier ist es leer. Vermutlich wollen die das Geld dafür nicht mehr zahlen. Sind das eventuell zu teuer geworden. 22,60. Wir schauen mal eben. Ein technisches Problem. Nö. Vielleicht liegt es daran, dass das Ding eben defekt war. Das Triebwerk kann man mal nachschauen. Das ist etabliert. Okay. Das zahlen die auch noch. Was? Viele Gäste sitzen im Park fest. Ja, dumm gelaufen. So, dann machen wir das mal weg hier. Wegmachen. Wegmachen. Okay, und dann, nachdem die Zeit jetzt um ist, schaue ich nochmal hinten vorbei. Achso, ich wollte das hier nochmal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich habe das hier ein bisschen erweitert alles. Ist, naja, so richtig gefallen tut mir es noch nicht. Also ich musste noch ein bisschen weiterbauen mit den Steinen. Aber auf jeden Fall ist es nicht mehr ganz so kahl, wie es vorher war. Mal gucken, was da noch so hinkommt. Ich weiß es selber doch nicht. Ich werde mich da selbst ein bisschen überraschen lassen, was ich dann noch mache. Mal schauen. So, also hier fangen dann die Drachenboote an oder die Langboote an. Dann haben wir hier einen kleinen Hafen dafür. Und, man, das ruckelt aber mächtig. So, und hier haben wir immer noch keine Person, die hier reingeht. Toll. Ich hoffe, das kommt noch, ey. Moment, hier laufen wir hier rum. Wollt ihr weitergehen? Oder bleibt ihr hier stehen? Die haben auf jeden Fall Hunger. Aha. So großartig amüsieren tun sie sich offenbar nicht. Also, da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was hinsetzen müssen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Dass sie hier vielleicht etwas mehr kaufen. Offenbar haben sie Hunger und Durst. Das darf natürlich nicht so bleiben. Aber das beim nächsten Mal. Okay, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich hier von euch. Ich werde hier nochmal zu dieser Achterbahn hingehen, damit man noch ein schönes Ende hat. So. Na. Hallo, bis weiter drehen noch? So. Okay, gehen wir es nicht daran. Bisschen Wiki noch davor haben. Na, so, okay. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.